Eine Entführung vor 22 Jahren. Außergewöhnlich. Wir wussten nicht, ob wir sie lebend zurückkriegen, mein Ex-Mann und ich. Wir waren schon einige Jahre geschieden und... ziemlich zerstritten. Er lebt heute in Südafrika. Wir haben kaum noch Kontakt. Es hat damals etwas gedauert, das Lösegeld aufzubringen. 300.000, die hat vor allem er bezahlt. Ich hier mit meinem Buchladen hätte das nie geschafft. Und das alles passierte in Dänemark? Ja. Bei Kopenhagen, am Meer. Mara war damals Lehrerin und sie wollte sich mit ein paar Freundinnen übers Wochenende treffen. Und mein Ex-Mann hatte zufällig geschäftlich dort zu tun und hat sie mitgenommen. Problem dabei ist, sie hat praktisch alles vergessen. Sie kann sich nicht erinnern. Ein Schock, eine Art Amnesie. Eine Frage noch. Was wünschen Sie sich am meisten? Ich? Ach, ich. Ich wünsche mir, dass es nochmal aufhört. Heilung. Ja, es kann unmöglich so weitergehen. Willst du das Ding nicht mal weglegen? Ich hab gehört, wie er gestern Abend telefoniert hat. Das war doch so abgesprochen. Ich wette, die schreibt jedes Wort haarklein auf. Ich hätte eine wirklich sehr sympathische Stimme. Meine Tochter schläft nur bei Licht. Und bitte Wasser am Bett, immer. Das ist wirklich wichtig. Na dann. Hallo? Das mache ich selbst. Das mache ich selbst. Ja, gut. Ich gehe dann mal. Sie hat sich mehr und mehr isoliert. Seit Jahren kommen keine Freundinnen mehr, kein Besuch. Wir leben wie Einsiedler. Im Grunde ist sie wie eingefroren. Sie hat auf keine der zahlreichen Therapieversuche angesprochen. Nein. Ich habe sie wirklich überall hingeschleppt. Vom Psychologen bis zum Wunderheiler und immer wieder neue Versprechungen und ohne Erfolg. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was man noch glauben kann. Sie sind wütend und enttäuscht. Das ist absolut verständlich. Fragen Sie mich nicht, wann wir unseren letzten normalen Tag hatten. Wasser am Bett? Ja.
Der Täter hat ihr wohl kaum zu trinken gegeben. Wir wissen es nicht. Das macht mich krank, dass man diesen Mistkerl nicht geschnappt hat. Entführung verjährt nach 20 Jahren. Wussten Sie das? Der kommt einfach davon, ne? Und wir? Das ist alles extrem belastend. Für Ihre Tochter. Und genauso für Sie. Auch Ihnen stünde eine begleitende Therapie zu. Ach, mir? Nein. Nein, um Gottes Willen. Also ich bin froh, dass ich so weit funktioniere. Na, es gibt ja auch normale Momente. Tage, an denen sie heiter ist und sich freut und Pläne macht. Nein. Nein, also ich habe mein Buchladen. Also ich schaffe das schon. Ja. Aber wenn Sie wirklich in sich reinhören und ganz ehrlich sind, Sie brauchen eine Pause von all dem. Wissen Sie, was mich am meisten beunruhigt, das ist, dass Mara schon lange da ist, wo sie niemand mehr erreicht. Ich auch nicht. Entschuldigung. Nein. Ich bin ihre Mutter. Ich mach weiter. Ja? Soll ich mich hinsetzen oder muss ich mich hinlegen? Oder? Wie Sie möchten. Es gibt keine Regel. Wenn das schon lange her ist, ich habe viele Therapien gemacht. Ich weiß, wie das läuft. Früher oder später wollen alle über diese Tage reden. Wenn wir uns vielleicht erst setzen? Ich nehme an, Sie meinen mit über diese Tage reden. Über das, was Sie während Ihrer Entführung erlebt haben. Alle wollen das. Ich nicht, nicht solange Sie es nicht wollen. Wie fühlen Sie sich im Moment? Nicht gut. Unsicher, nervös. Können Sie beschreiben, wo genau Sie das in Ihrem Körper spüren? Weiß nicht, überall. Weiß nicht, ob ich Sie mag. Ob ich mit Ihnen reden will. Sie bestimmen. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie das wissen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie mir nicht vertrauen. Wir kennen uns noch nicht. Ist hier ein Staatsbesuch? Nee, das ist nur wegen dem Fehmarntunnel. Ja, und heute sind die Dänen. Wie sind die Verhandlungen gelaufen? Wir sind absolut zuversichtlich. Alle Abstimmungsprozesse im Konsortium laufen. Die Planung der Bauabschnitte geht sehr konkret voran. Die Stimme. Können Sie denn noch was zu den Kosten sagen? Die Stimme? Ja, in diesem Leben ist es ja so. Nur nichts kostet nichts. Danke. Ich kenne Ihre Stimme. Entschuldigung. Ich kenne Ihre Stimme. Schönen Nachmittag noch für Sie, ja?
Mara Breuer. Nun lassen Sie den Herrn mal fahren, ja? Vorsicht, Sie werden noch überfahren. Mara Breuer! Wer ist der Mann? Kjell Mortensen? Kjell Mortensen. Mortensen, der Däne, ja. Ohne Passwort, einfach auf dem Browser. Vielen Dank. Frau Frieda Mortensen. Det er et helt fantastisk projekt. Den samlede implementering finder sted på mindre end 11 måneder. Planlægning, gennemføring, alt sammen i hænderne på Mortensen Byg. Og det her er kun begyndelsen. I de kommende år får Kina brug for mere end dobbelt så meget kapacitet. Das ist eine Stimme, das ist es. Mit Mortensen Byg ligger fremtiden. Das ist dieselbe Stimme. Hallo? Dreihunderttausend. Oder sie finden nichts mehr von ihr wieder. Nicht mal ihre Knochen. Mara? Mara! Du hast mit Salin gesprochen. Was hast du ihr gesagt? Ach, nichts Besonderes. Ein kurzer Überblick. Auch das mit meinen Selbstmordgedanken? Natürlich nicht. Das hast du doch nie so gemeint. Ich habe euch beobachtet. Hab deinen Blick gesehen. Du bist genauso enttäuscht wie ich. Was? Enttäuscht und angewidert von mir. Was sagst du denn da? Das was ist? Aber das ist doch Unsinn. Ich will dir helfen. Und wenn das keiner kann? Auch du nicht? Bitte, reiß nicht gleich alles wieder ein. Du verstehst es nicht, Mama. Mara, du wolltest diese Chance. Und ich auch. Jetzt ist sie da und wir geben sie nicht mehr weg. Ich muss noch mal nach Hamburg. Dieser blöde Grossist wegen der Remittenten. Bitte. Sperr dich nicht. Bitte. Bis übermorgen. Warum glauben Sie, sind Ihre Selbstmordgedanken im Moment stark wie nie? Ich mich die ganze Zeit hasse. Ja. Sie hassen sich für etwas, was ihnen ein anderer angetan hat. Sie schämen sich, weil es ihnen passiert ist.
Ich verspreche, wir spüren hier nur den körperlichen Empfindungen nach. Warm, kalt, eng, weit, angespannt, entspannt. Wir finden den Raum, in dem Sie sicher sind. Es geht hier allein um das, was sich freiwillig zeigt. Charlotte Breuer. Herr Mortensen weiß dann schon, worum es geht. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber die Blumen, die würde ich ihm gerne persönlich geben. Wenn Sie wollen, können Sie mir die Blumen gerne geben. Herr Mortensen ist auch gar nicht im Haus. Aber er kommt doch heute noch, oder? Bitte, machen Sie erst einen Termin. Hier erreichen Sie das Sekretariat. Herr Mortensen soll mich anrufen, mobil. Er weiß, worum es geht. Jeg tror sgu ikke, vi får nogen problemer med. Jeg glæder mig også. Kjell Mortensen! Lige et øjeblik. Undskyld, bare lige et øjeblik her. Altså, damen her, hun har allerede spurgt efter dig tidligere. Mortensen, for se, herr Mortensen. Okay, danke. Kjell Mortensen. Charlotte Breuer. Sie wissen doch noch, wer ich bin. 300.000. Oder Sie sehen Ihre Tochter nicht mehr wieder. Nicht mal Ihre Knochen. Mara Breuer. Vor 22 Jahren, daran muss ich Sie doch nicht erinnern. Sollten wir uns kennen? Ich bin Maras Mutter. Und ich will wissen, was Sie mit ihr gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Doch. Ich kenne Sie nicht. Wir kennen Sie haben nicht. Meine Tochter entführt. Sie waren das. Ich weiß das. Sie haben Ihr ganzes Leben ruiniert. Jens, hätte eine Ruhe, Mengen nicht. Los, geh mal weg. Lassen Sie mich los! Ich soll mich loslassen! Aua! Los! Du hast Hausverbot. Ich komme wieder. Sagen Sie ihm das. Ich komme wieder. Emily, Joanna! Glocken ist ein Hell. Ja, kick Finn, mein Rotz, Heske. Ja, Hanne. Komm zu Röster. Komm, komm. Thank you.
Wer will du hier? Wo denn hast du kommen hin? Mein Name ist Charlotte Breuer. Ihr Mann weiß, wer ich bin. Er hat vor 22 Jahren meine Tochter entführt. Sie verstehen mich doch, oder? Sie sind doch Deutsche. Frieda Mortensen, unsere zwei Firmenhältres, wir haben in Pool in Hause. Ja. Personen da vor mir, Linu. Ja. Sie rufen die Polizei. Von mir aus gerne. Sie schon wieder. Was ist falsch mit Ihnen? Sie drängen in mein Leben ein? In mein Haus? Was soll das? Warum? Sie werden mich nicht mehr los, das schwöre ich Ihnen. Sie werden für das, was Sie getan haben, bezahlen. Sie sind ja vollkommen irre. Sir, warum kommen wir weg? Es tut mir so leid. Geht's dir gut? Ja. Und Emily? Na Gott sei Dank mit Joanna los. Sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Besser, Sie sagen Ihrer Frau gleich, was Sie getan haben. Sie hat irgendwas von einer Entführung gesagt. Ja, keine Ahnung, so eine Irre. Sie war schon mal in der Firma. Verbrecher! Ich bin im Bad. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Ihre Mutter konnte Sie nur nicht erreichen. Sie richtet Ihnen aus, dass alles in Ordnung ist. Sie hat es wohl auch auf Ihrem Handy probiert. Ich rufe Sie nachher an. Okay. Bis später. Tag. Politikkommissar, das heißt Generalkommissar Sven Sørensen, Ihre Aussage. Setzen Sie sich bitte mal hin. Herr Kell Mortensen soll Ihre Tochter vor etwa 22 Jahren in Assabo entführt und an einem unbekannten Ort festgehalten haben. Und Sie verlangen, dass das Verbrechen neu untersucht und verfolgt wird. Ja. Sie behaupten also, dass Kell Mortensen, Vizegeneraldirektor von Mortensen Bau, der Täter war. Ich habe bereits verlangt, dass man die Akte kommen lässt. Ich kann Ihnen allerdings auch so sagen, was ich dazu weiß. Ihnen ist doch sicher bekannt, dass Entführung nach 20 Jahren verjährt, oder? Ja, natürlich, sonst wäre ich ja gleich zur Polizei gegangen. Ja, der Mann, den Sie beschuldigen, gehört zu einer der reichsten Familien Dänemarks. Haben Sie sich mal gefragt, wie viel Sinn Ihre Anschuldigung macht? Ich habe seine Stimme erkannt. Und ich bin sicher, er war der Mann, der das Lösegeld verlangt hat. Eine männliche Stimme, die nur Sie allein vor 22 Jahren dreimal am Telefon gehört haben. Ja. Also, ich habe schon viele verrückte Geschichten gehört, aber die... Tut mir leid. Noch verzichtet die Familie Mortensen auf eine Anzeige. Es bleibt bei einem Bußgeld für Hausfriedenskränkelse, Hausfriedensbruch. Ja. Und ich rate Ihnen dringend, keinen weiteren Trubel zu machen. Niemand sollte einen anderen falsch beschuldigen. Nicht bei uns, nicht in Dänemark. Verstehen Sie? Ich habe einen Anwalt bestellt. Was glauben Sie, wann der hier ist? Ja, aber nicht für Ringtieren auf Kate. Was kann er da gehört? Ja. Und
Den können Sie gern draußen in Ihrem Wagen empfangen. Und dann rate ich Ihnen, fahren Sie direkt nach Haus. Hierhin, hierhin. Entschuldigen Sie, hierhin, ja? Die Tür ist hier. Jetzt. Auf Wiedersehen. Charlotte Breuer. Sind Sie der Pflichtverteidiger? Christian Johansen. Hat man Ihnen gesagt, dass mich der Staat bezahlt? Das wäre nicht richtig. Sie zahlen. Ich fürchte nur, dass ich nichts für Sie tun kann. Wollen Sie nicht wenigstens hören, worum es geht? Kell Mortensen, der Bauunternehmer, hat meine Tochter entführt. Ich würde ja gern helfen. Ich bin sogar gesetzlich verpflichtet. Aber es gibt nun mal keinen Fall. So eine Sache, wie auch immer, ist verjährt. Mr. Mortensen ist Milliardär. Wenn einer für 300.000 einen Menschen entführt, bin ich das. Wie gesagt, ohne Fall, kein Verdienst, da bin ich raus. Hey, du! Was muss ich tun, damit es einen Fall gibt? Vielleicht ist Mortensen ja so nett und bringt Sie vor Gericht. Fahren Sie sein Auto kaputt. Verpassen Sie seiner Frau ein blaues Auge. Lassen Sie es. Sie möchten sich bitte gleich bei einer Frau Dr. Saling melden. Sie hat gestern schon mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Ihre Durchwahl. Danke, danke. Sie hat es aus Angst getan. Aus Angst, sich in der Therapie mit ihrem tatsächlichen Schmerz zu konfrontieren. Auch wenn es widersinnig klingt, darin liegt Hoffnung. Sie verschließt sich nicht. Ihre Angst erreicht sie und sie spürt, dass sie sich stellen muss. Sie weiß nur noch nicht, wie. Woher hatte sie denn die Rasierklingen? Von zu Hause. Das heißt ja, sie hat es vorgehabt. Sie hat wirklich daran gedacht, sich umzubringen. Ja, wieso haben Sie denn das nicht im Griff? Frau Breuer. Ich habe gedacht, wir können uns auf Sie verlassen. Das gestern, das war kein vorsätzlicher Selbstmordversuch. Mara muss Druck ablassen, sie muss sich selbst spüren. Ja, wir müssen das Ganze als eine Art natürlicher Schutzreaktion begreifen. Natürliche Schutzreaktion? Wenn sie sich was antut? Setzen Sie sich doch bitte wieder. Das eigentliche Problem ist, dass Mara selbst jetzt nach 22 Jahren sich immer noch in einer Art Schockstarre befindet. Jedes Tier ist in der Lage, diese Schockstarre von sich aus aufzulösen. Ein traumatisierter Mensch schafft es nicht. Körper und Seele, die halten sich gegenseitig gefangen. Dieser Prozess kann nur in kleinen Schritten und mit häufigen Wiederholungen gelöst und voneinander getrennt werden. Sie müssen sich das so vorstellen, wie wenn man etwas ganz langsam auftaut. Nur so kann Mara loslassen und wieder in Bewegung kommen. Was soll sie loslassen ohne Erinnerung? Das ist doch völlig unmöglich. Sie müssen ihr jetzt vertrauen. Es gibt eine reelle Chance, dass Mara diese Therapie fortsetzt. Sie will jetzt einfach nur einen Moment Ruhe und ja, ein paar Tage nur für sich.
Was heißt das? Nur für sich? Kein Besuch und auch keine Therapie. Das ist nicht gegen Sie gerichtet. Das ist eine notwendige Pause. Und dann sehen wir weiter. Mara. Was machst du denn für Sachen? Mara. Mein Schatz. Sag mir, was ich tun kann. Sag mir, wieso... Lass mich. Haben die irgendwas gesagt? Was falsch gemacht? Ich rede mit denen. Lass mich in Ruhe. Ich lass dich nicht alleine. Du bist mein Glück. Du, den går ikke gang imellem. 24 timer bare for os. Ja, Mortensen. Nej, det er falsk alarm. Ja, jeg er hjemme nu. Alt er godt. Bare kodeord. Hector. Ja, hej. Har du sikkert på det? Hvad fanden i helvede har du gang i? Hey.
Hey, Caro, hör mal. Hallo, okay, ich will. Ja, rein gleich dann. Ich, es... Es ist die Angst, es... Dann geht es wieder los, dann... Es ist wieder da, dann... Kommt von... Hinten ist. Drängt heran. Es ist eng. Hier, setzen Sie sich. Ja, atmen. Ganz ruhig atmen. Sie können atmen. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ein und aus. Langsam. Atmen. Atmen Sie genau dort hinein, wo es sich eng anfühlt, wo Sie die Gefahr spüren. Und atmen. Ganz ruhig atmen. Und ein wenig aufrichten. Weiter atmen. Ganz ruhig. Atmen Sie in Ihren Rücken. Und atmen Sie in Ihren Nacken. Und noch ein wenig aufrichten. Spüren Sie mich? Ja. Ja, Sie sind hinter mir. Ab jetzt stehe ich immer hier. Dieser Platz ist besetzt. Wenn es das nächste Mal kommt, dann muss es von vorn kommen, wo Sie es rechtzeitig sehen. Was für eine Riesenscheiße? Sind Sie total verrückt geworden? Kriminell, Kidnapper, schuldig? Sie haben gesagt, es gibt keinen Fall. Und jetzt gibt es einen. Und Sie müssen mir helfen. Sie sind mein Pflichtverteidiger. Halten Sie mich eigentlich für einen Idioten? Dafür gehen Sie direkt ins Gefängnis. Da gehören Sie auch hin. Vorsätzliche, schwere und gefährliche Körperverletzung, Einbruch, Verleumdung, Bedrohung, Sachbeschädigung. Sie sollten besser beten, dass er wieder vollständig gesund wird. Sie hätten ihn fast umgebracht. Ich will, dass dieser Mann vor einem Gericht erscheinen muss. Und dann werde ich ihn zur Verantwortung ziehen. Er hat das Leben meiner Tochter zerstört. Mortensen hat nie jemanden entführt. Ich will meine Tochter sprechen. Ich muss ihr erklären, was los ist. Sie dürfen vorerst mit überhaupt keinem reden, außer mit einem Anwalt. Und das bin sicher nicht ich. Es gibt einen Fall, ja. Aber mir ist gleich, ob ich verpflichtet bin. Suchen Sie sich einen anderen. Sie haben sich nie für Menschen interessiert, nicht? Nee, Sie bleiben lieber bei Ihrem Kleinkram. Ja, Diebstahl, Leute, die besoffen Auto fahren. Meine Tochter ist seit 22 Jahren eingesperrt. Aber ihr Gefängnis sieht man nicht. Mortensen hat es gebaut. Seinetwegen kann sie nie mehr durchschlafen. Geht nie mehr alleine raus, wenn die Sonne scheint. Verliebt sich nicht mehr, weil sie niemandem traut. Wenn Sie glauben, dass ich diesem Mann verzeihen kann, niemals. Ich bin Ihre Mutter, Ihre Mama. Ich bin Ihre Mama! Thank you.
Ich bin Patientin hier und ich versuche seit gestern meine Mutter zu erreichen. Charlotte Breuer, hat sie vielleicht eine Nachricht hinterlassen? Hier? Ja. Nee. Oder da war ein Herr aus Dänemark. Nee, der wollte zu Frau Dr. Saling wegen... Sind Sie Mara Breuer? Ja. Wieso? Ich weiß nicht, ob ich da Auskunft geben darf. Der Herr wollte auch erst in Ihr Hotel. Ins Hotel? Zu meiner Mutter? Ist besser, wenn wir auf Frau Dr. Saling warten. Der Herr war Anwalt und... Anwalt? Ja, Anwalt. Danke. Das sind die Sachen meiner Mutter. Wo wollen Sie damit hin? Nicht erschrecken. Ihre Mutter hat mir geschickt, Christian Johansen. Sie will, dass ich Ihnen sage, dass die Polizei sie festgenommen hat. In Dänemark. In Dänemark? Sie glaubt, sie hat den Mann gefunden, der sie damals entführt hat. Bitte keine Aufregung. Es ist etwas kompliziert. Sie meint, sie hätte die Stimme des Entführers erkannt. Sie hat ihn angegriffen und ja. Frau Breuer? Frau Breuer? Frau Breuer? Frau Breuer? Was ist mit Ihnen? Was haben Sie? Hallo? Kann jemand helfen? Ich brauche einen Arzt! Ich brauche Hilfe hier! Ich muss mich entschuldigen. Es war keine Absicht. Ich war ungeschickt. Natürlich war es keine Absicht. Diese Nachricht musste sie einfach überfluten. Jedes Trauma hinterlässt in uns eine einbetonierte Warnung in unserem Überlebenszentrum, die uns vor weiteren Gefahren schützen soll. Dieser Mechanismus funktioniert, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn die Sache ewig zurückliegt. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung erlebt man Vergangenheit und Gegenwart praktisch nicht mehr als getrennt. Die Vergangenheit, die steckt im Körper fest. Der Traumatisierte muss erst wieder lernen, wie es ist, sich wehren zu können. Erst wenn das Trauma auslösende Ereignis auch körperlich abgeschlossen ist, dann kann er wieder frei und aktiv sein. Kiel. Kiel. Mein Engel, geht's dir gut? Ist Emily auch dabei? Nein. Krieg ich keinen Kuss? Aua. Entschuldigung. Ja, mach dir keine Sorgen, die Augen sind okay. Das Zeug kommt schon bald wieder ab. Ich sehe schlimm aus, was? Karl kommt gleich. Er versteht nicht, was los ist. Wir verstehen es alle nicht. Ich bin nur froh, dass du und Emily nicht dabei waren.
Warum war diese Frau bei dir? Dieses Mädchen. Warum? Ja, sie arbeitet für mich. Sie braucht ein paar Unterlagen. Am Wochenende. Bei uns im Haus. Und ich mit Emily bei meinen Eltern bin. Hey. Wahrscheinlich müssen wir froh sein, dass ich nicht allein war. Wer weiß, was diese Verrückte sonst noch getan hätte. Karl ist da. Ah. Der Boss. Endlich kümmert sich einer um mich. Wir sprechen später, ja? Karl. Hi, Karl. Ach. Danke. Frieda en meget stærk kvinde, Kjell. Ja, det ved jeg. Jeg spørger dig kun én gang. Er der noget, du bør fortælle mig? Om en elskerinde? På grund af virksomheden. Er der på nogen måde noget, som denne person, der angriber dig, kan bruge imod dig? Hun er skør, Karl. Hun er psykopat, det kan du selv se. Du ved, i konsortiet lige nu med tunnelen samarbejder vi med staten. Skandaler lige meget, i hvilken grad har vi ikke råd til? Jeg har ingen anelse om, hvad den her kvinde vil have af mig. Vi finder ud af, hvad der skal gøres. Tak, Karl. God bedring. Morgen. Morgen. Ich will den Mann sehen. Den Mann, den meine Mutter angeblich erkannt hat. Wie ihn sehen? Sie fahren doch zurück, oder? Und Sie haben gesagt, dass meine Mutter mich sprechen will. Aber ich will erst den Mann sehen. Und wozu? Weil es mein Recht ist. Sie hat einen Geist auferstehen lassen. Der muss wieder aus der Welt. Weiß die Frau Doktor davon? Ist meine Entscheidung. Ich habe alles dabei. Geld, Papiere. Ich fahre sonst ohne Sie. Sagen Sie mir, wo ich ihn finde. Ich möchte allein gehen. So sehen Sie jetzt aber nicht aus. Schiss, oder? Sag es noch mal. Das macht sowieso keinen Sinn hier. Kann ich euch helfen, Herr Minogue? Halten Sie ihn auf. Ihr dürft die. Will du einen Rechts? Warten Sie. Bleiben Sie stehen. Wo wollen Sie hin? Oh.
nicht schon wieder. Ma, ganz ruhig. Ruhig sein. Ruhig atmen. Tief atmen. Ruhig. Sie sollen mich ansehen. Hören Sie mich, Ma. Gut so. Was ist passiert? Was war los? Haben Sie ihn auch erkannt? Er ist es nicht. Er ist es nicht. Warum tut sie das? Warum tut sie mir das an? Ich hasse sie. Ich hasse sie. Warum? Warum? Habe ich doch gesagt, dass das hier eine riesen Scheiße wird. Ja, also, hier wohne ich. Hab nicht wirklich mit Gästen gerechnet. Und Sie wollen nichts essen? Sie verstehen es nicht, oder? Was? Dass Sie wütend sind? Weil Ihre Mutter Sie in diese Lage gebracht hat? Doch, kann man verstehen. Sie wollten ihn ja auch unbedingt sehen. Wenn alles immer Kampf ist, dann will man, dass es irgendwann zu Ende ist. Klingt pathetisch. Ich meine, klar, ich fürchte nur, das will Ihre Mutter auch. Bei uns zu Hause sagt man immer, wer hat, der hat. Ich weiß genau, warum sie das macht. Weil sie schon lange nicht mehr an mich glaubt. Vorschlag. Morgen sprechen Sie mit ihr. Dann fahre ich Sie zurück. Heute Nacht bleiben Sie hier. Mortensen ist nicht Ihr Mann. Sie sagen sie ihr und das war es. Der Rest wird dann schon schwierig genug. Hey, Sie haben es gut gemacht. Ich meine wirklich, das war sehr mutig. Ich werde nicht mit ihr sprechen. Ich will, dass sie aufhört mit diesem Irrsinn. Sie müssen ihr das sagen. Wenn sie nicht aufhört, dann spreche ich nie wieder mit ihr. Ist das gerade bei uns, Claudia? Mhm. Gott. Dürre. Tasche vorbei. Eddie Quinn? Kennst du ihn? Nein. Hast du selber bei deine Kidnapping gesehen? Ja. Ja, Google. Eddie rettet den Hinstil hier mit Händen mit Luxusschuh. Ja. Han havde et forretningsmøde i København på Sunshine, og hans datter ledsagede ham. Hun var der også? Ja, det var tilfælde. Han tog med fra Hamburg. Hun ville gerne op og se havet. Hvad er så? Hvorfor? Ikke noget specielt. Det er lige meget trygt, ja. På gensyn for morgenen. Hej. Ja. Så sender ham op. Lærke, fører du hende ind?
Jeg har fået hende derover alene for jeres samtales skyld, så det håber du sætter pris på. Jeg forventer en fornuftig erklæring. Jamen, 5 minutter, så er der serveret. Ja, ved du, det er rigtig sjovt. Det var en overlagt handling, og der er ingen domstol i hele verden, der vil se anderledes på det. Hun sidder allerede der. Haben Sie sie nicht hergebracht? Wo ist Mara? Sie will sie nicht sprechen. Warum nicht? Sie ist hier. In Kopenhagen. Sie wollte den Mann unbedingt sehen, den Sie für den Entführer halten. Ihn sehen? Sie ist sicher. Er ist es nicht. Es war nicht Kjell Mortensen. Sie war bei ihm. Im Krankenhaus. Ist das Ihre Idee? Frau Beuer, Sie haben Ihrer Tochter in enorme Schwierigkeiten gebracht. Sie war extrem geschockt, als sie hörte, was Sie getan haben. Ich muss Sie sprechen. Bitte bringen Sie sie. Sie will nicht. Und sie will auch nie wieder mit Ihnen zu tun haben, wenn Sie nicht aufhören mit diesem Wahnsinn. Sie hat direkt an seinem Bett gestanden. Kjell Mortensen ist der falsche Mann. Aber sie hat ihn nie gesehen. Ich bin die Einzige, die seine Stimme kennt. Frau Breuer, wenn ich Sie verteidigen soll, erfolgreich, dann müssen Sie jetzt ins Einsicht zeigen. Sie haben sich geirrt. Ich erinnere mich. Mara tut es nicht. Das ist der Grund, warum es keine Heilung gibt. Dieser Mann ist der Einzige, der weiß, was damals passiert ist. Und das muss man doch begreifen. Was, wenn er sie vergewaltigt hat? Gequält? Er muss etwas Extremes mit ihr gemacht haben. Was, wenn sie es nur nicht weiß, weil es zu grauenhaft war? Sie kriegen 5 Jahre oder mehr. Für eine vorsätzliche Tat. Was auch immer Sie sich unter diesem Prozess vorstellen, es wird nicht passieren. Kjell Mortensen wird nicht mal persönlich dabei sein. Entweder Sie bringen sie her oder ich beauftrage einen anderen Anwalt. Sie werden nicht wissen wollen, was sie gesagt hat. Ich will zurück ans Meer. Ans Meer? Dahin, wo es passiert ist, nach Essabo. Und wozu das jetzt, in Gottes Namen? Ich weiß genau, was meine Mutter denkt. Dass ich nicht weiß, ob er es war oder nicht. Und sie hat recht. Ich erinnere mich nicht mal an seinen Geruch. Ans Meer? Ohne mich? Von mir aus können Sie da irgendwann später hin mit einem Haufen Therapeuten. Wir wissen doch genau, wie das ausgeht. Tun Sie es einfach. Bitte. Da war das Haus. Es ist weg. Es ist weg. 22 Jahre.
Vielleicht besser so. Was hätten Sie hier auch ausrichten sollen? Die Gräser wehten im Wind. Es war ein sonniger und warmer Tag. Ich war allein im Haus. Die anderen waren einkaufen. Und ich bin dann noch mal raus, weil ich zum Wasser wollte. Und da stand ein Auto. Es war hellblau. Was für ein Wagen? Ich weiß es nicht! Ich wollte zum Wasser, ich weiß es nicht! Mara, ganz ruhig. Ruhig sein. Mara? Mara, atmen Sie. Atmen. Ich will nur, ich gehen vor Himmel. Mara? Mara? Mara, atmen Sie. Atmen Sie. Tief atmen. Weiter. Gut so, gut. Gut so. Weiter. Immer weiter. Gut so. Gut so. Na, Freda, gut, dass du da bist. Gut, dass ich dich wieder richtig sehen kann. Und du, es sieht nach Glück aus. Die schreiben in so einem Überfall und das... Wie lange schon? Wer ist sie? Deine persönliche Praktikantin? Sie wird verschwinden. Keiner wird sie je wiedersehen. Das ist alles schon organisiert. Organisiert, ja? Wie oft hast du schon gesagt, dass Schluss ist mit den Affären? Wie oft? Also, wie lange schon, Kiel? Ja, du weißt ja, wie ich manchmal bin. Sie zählt nichts, nur du. Einer der Polizisten hat Joanna zu ihr befragt. Und Emily hat's mitgekriegt. Und natürlich wollte sie wissen, mit welcher Frau ihr Vater in unserem Haus war. Emily? Ja, soll ich ihr etwa auch sagen, dass sie nicht zählt, nur ich? Ich bring das alles in Ordnung, ja? Lass uns Emily davon raushalten, sie ist 9. Ja, sie ist 9. Es ist das, was sie von dir kriegt. Soll sie so aufwachsen? Karls Anwälte kümmern sich schon um diese alte Verrückte und das ganze Zeug. Lass uns das zuerst erledigen, dann klären wir alles nachher, ja? Karl, mach, Karl organisiert. Ich will nicht, dass es so weitergeht, Kiel. Es wird nicht so weitergehen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Aua. Damals, während dieser Entführung, was hast du da eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Ich studiert. Warum? Nur so. Meine Güte. Ah! Was haben Sie erwartet? Dass Erinnerung an und ausgeht wie ein Lichtschalter? Wie oft ist das besser, man akzeptiert die Dinge, wie sie sind. Ich hatte mal einen Klienten, der wollte nicht glauben, dass sein 85-jähriger Vater erst seine 80-jährige Mutter und dann sich selbst erschossen hat. Er konnte nicht mehr aufhören zu grübeln, warum das alles. Wer hat Schuld? Er hat den Waffenhersteller verklagt und verloren. Ein Schuldspruch bringt die Toten nicht zurück. Sie glauben, mir geht es um Schuld. Ja, um was sonst? Ich will gerne allein. Der 85-Jährige war ein liebenswürdiger Mann. Er konnte seine Frau nur nie etwas recht machen.
ist Cornwall Ronville. Der repräsentiert Karl Mortensen. Du, Vorbrauer. Breuer. Breuer, ja. Jeg tror, vi begge to har interesse i at undgå, at der kommer en sag ud af det her. Ja, så? Det vil hverken gavne vores forretningsinteresser eller din klient. Så. Jamen, sagen er jo allerede åben. Ja. Tal med forbrager, Brøger, og så ring til mig bagefter. Hvad mener du med forretningsinteresser? Hvad var das? Ging es um meine Mutter? Einer von Karl Mortensens Anwälten. Sie wollen keinen Prozess. Karl Mortensen ist anscheinend bereit, die Anzeige gegen ihre Mutter komplett zurückzusehen. Er sagt, er könne seine bisherige Aussage ändern und angeben, er hätte ihre Mutter selbst ins Haus gelassen, um sich mit ihr auszusprechen. Bei einem rein verbalen Streit sei er dann von der Treppe gestürzt. Eine Lüge? Warum? Sie wollen einen Tausch. Die Freiheit ihrer Mutter gegen die Einstellung aller Vorwürfe gegen Helen Mortensen. Aber das heißt ja, er könnte es doch gewesen sein. Ja, doch. Vielleicht. Christian Johansen? Hallo? Frieda Mortensen. Mara Breuer war zwei Tage vor ihrer Entführung in einem Juweliergeschäft hier in Kopenhagen. Sundsjart. Ihr Vater hatte da einen geschäftlichen Termin und sie wollten danach gleich weiter an die See fahren. Und mein Mann war auch Kunde bei Sundsjart. Und er war am selben Tag wie die beiden da. Was meinen Sie? War am selben Tag wie die beiden da bei Sonsian? An dem Tag hat er zwei seiner Uhren beliehen. Ein Pfandleihgeschäft. Er hat damals offensichtlich Geld gebraucht. Warum rufen Sie mich an? Kerl hatte einen Freund. Sie haben zusammen studiert. Und jetzt ist er nicht mehr sein Freund. Und deswegen kann ich nicht einfach hingehen und nach allem fragen. Aber Sie können's. Glauben Sie, Ihr Mann hat doch mit der Entführung zu tun? Wozu hat er Geld gebraucht? Gehen Sie ins Gipsbahn und fragen Sie nach Ricky Hein. Er ist Deutscher und er ist der Manager da. Spreche, klar? Ja. Wir leder efter en Ricky Hein. Han skulle arbejde her. Den øjeblik. Muss mal kurz verschwinden. Bin gleich wieder da.
Den Brücken drauf. Sie müssen nur rübergehen. Keller hat damals kaum studiert. Musste sich seinen Uni-Abschluss kaufen. War ganz sicher teuer. Wie er den bezahlt hat, keine Ahnung. Der hatte so viel Schulden, dass ein ganzer Trupp Russen hinter ihm her war. Ja, wir haben gut gelebt. Frauen, Drogen, alles dabei. Story Ende. Sekunde. Warum hat er einfach nicht länger studiert? Wäre doch sehr viel billiger gewesen. Ganz einfach. Ohne Abschluss hätte ihn der Big Boss nicht genommen. Sein Onkelchen Karl wollte nicht länger warten. Also entweder jetzt in die Firma oder nie. Mit dem Abschluss hat sich Kell die Lizenz zum ewigen Reichtum gekauft. Wo ist die Damentoilette? Gibt auch eine Herrentoilette. Mara! Mara! Hören Sie mich, Mara! Mara! Mara, hören Sie mich! Vor Helvete, Osman! Sehen Sie mich an! Hören Sie mich, Mara! Der Kerl von der Bar. Was er über Mortensen sagt. Sie wissen, was das bedeuten kann. Dass er es vielleicht war. Wir müssen es Ihrer Mutter sagen. Nur eins ist klar. Auch ohne Verjährung gibt es absolut keine Chance, das vor irgendeinem Gericht der Welt zu beweisen. Ein Schuldspruch bringt die Toten nicht zurück. Die in Elvokä daher. Ohne mich. Das ist ein glattes Schuldeingeständnis. Er ändert seine Aussage nur, weil er aus der Sache raus will. Ich will den Prozess. Egal mit welcher Konsequenz. Es wäre möglich, dass Sie recht haben. Hm? Dass Sie recht haben. Die ganze Zeit. Mit seiner Stimme. Mortensen könnte der Entführer sein. Es gibt keine Beweise, nur Indizien. Mortensen war damals komplett verschuldet. Er brauchte dringend Geld. Er musste seinen Universitätsabschluss kaufen. Was? Ja. Ohne hätte ihn sein Onkel nicht zu sich in die Firma geholt. Weiß Mara davon? Sie ist hier, draußen im Gang. Kann ich Sie sprechen? Kann ich Sie sehen? Ich will, dass Sie ihr zuhören. Selbst wenn Mortensen der Mann wäre, überlegen Sie gut, für wen Sie das hier tun. Mara! Mama. Geht es dir gut? Du, ich freue mich, dich zu sehen. Wir kriegen ihn, mein Schatz. Wir bringen ihn vor Gericht. Ja? Können wir uns hinsetzen? Ja, natürlich. Wenn du so weitermachst, dann kommst du ins Gefängnis. Ich weiß, dass du mich immer nur schützen wolltest. Natürlich wollte ich das. Das ist doch klar, das weißt du doch. Das weiß ich, Mama.
Aber ich will das nicht. Wieso? Wenn du dieses Angebot annimmst, musst du nicht ins Gefängnis. Und ich will, dass du weißt, dass du das nicht für mich tust. Ich tue das doch nur für dich. Nein. Vielleicht denkst du das, aber ich glaube, du tust es für dich. Du hast entschieden, hierher zu kommen. Du glaubst, dass das richtig ist. Du glaubst, dass es die Lösung ist, diesen Mann zu überführen. Aber für mich ist das nicht wichtig. Ja, aber... Aber wieso? Ich muss dir noch was sagen. Ich weiß wieder, was damals passiert ist. Ja? Er hat mich in eine Kiste gesperrt. Irgendwo auf einem alten Schiff. Er hat mich nicht angefasst. Er hat mich nicht vergewaltigt. Er hat mich allein gelassen. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war eng und dunkel. Unglaublich dunkel. Schwarz. Und ich war ganz alleine. Du, wir kriegen dieses Schwein. Ja, wir... Der wird bestraft. Du verstehst mich nicht, Mama. Ich bin immer noch eingesperrt. Ich warte immer noch, dass jemand kommt und den Deckel von dieser Kiste wieder aufmacht und ich atmen kann. Aber es kommt niemand. Ich will Licht sehen. Leben. Aber niemand kommt. Auch du nicht. Und ich werde sterben, wenn niemand kommt. Ich werde einfach ersticken. Ja, ich weiß, wir sind auch schuld. Aber weißt du, das war schwer. Wir haben doch dieses viele Geld nicht so schnell zusammengekriegt. Mama, der Mann ist mir vollkommen egal. Es geht um mich. Nur um mich. Und ich will mein Leben wieder haben. Ich will mein Leben wieder haben. Er ist schuldig. Er ist schuldig. Ich hoffe, Sie können lesen. Bitte dahin. Bringen wir es hinter uns. Frau Charlotte Breuer nimmt alle jemals von ihr... Du machst es noch mal, ja? Diesmal ein Tick lauter, damit ich es mitbekomme. Bitte? Frau Charlotte Breuer nimmt alle jemals von ihr gemachten Verdächtigungen gegen Kell Mortensen, die den Fall der Entführung ihrer Tochter Mara Breuer betreffen, endgültig zurück. Sie bestätigt, dass die von ihr erhobenen Vorwürfe nicht auf Wahrheit beruhen. Kell Mortensen hat mit der Entführung ihrer Tochter nichts zu tun. Unterschreiben Sie bitte. Ich glaube zwar nicht, dass Sie je realisieren werden, was Sie hier mir und meiner Familie angerichtet haben. Aber es freut mich, dass Ihr psychopathisches Gehirn noch die Kurve gekriegt hat.
Hallo. Ja, wo seid ihr denn alle? Was ist los im Hause Mortensen? Es gibt Grund zu feiern. Ach, Frieda. Ich dachte, du wärst schon im Schlafzimmer. Da ist jemand, der dich sprechen will. Ich dachte, wir hätten das gerade alles erledigt. Erkennen Sie mich wieder? Sie werden nie verstehen, was Sie mir angetan haben. Aber ich bin nicht hier, weil ich etwas von Ihnen will. Ich bin hier, um ihr mein Leben zurückzunehmen. Ich werde nie wieder Angst vor Ihnen haben. Ich weiß zwar nicht, wovon Sie reden, aber es ist sicher gut, dass Sie das mit sich selbst klären. Doch, das wissen Sie ganz genau. Was sollte das denn? Wie zum Teufel kommt sie überhaupt hierher? Kannst du mir das mal erklären? Emily ist schon bei meinen Eltern. Karl weiß Bescheid. Nein. Ja. Sei froh, dass Karl noch an deiner Seite steht. Er ist der einzige Kerl. Na. Du gehst in stor fede ladeport, ein Schlampfieser skridt af helvede til. Møjso! Hier oder vorne? Ach, danke. Vorne. Etwas in Ihnen wird dabei bleiben, oder? Bei was? Bei Ihrem Starsehen. Sie sind immer noch nicht sicher, ob eine öffentliche Hinrichtung nicht sehr viel schöner gewesen wäre. Nein, ich habe von Ihnen gelernt, ein Schuldspruch bringt die Toten nicht zurück. Kell Mortensen hat gekriegt, was er verdient hat. Für mich zu wenig. Mara, bist du soweit? Und Sie? Was haben Sie gelernt? Sie meinen, weil Sie doch recht hatten. Wahrscheinlich wieder mal das Gleiche, dass es Wichtigeres gibt als das. Mara wird Sie noch eine Weile brauchen. Ja, aber diesmal haben wir die Chance, dass die Therapie gelingt. Danke für Ihre Hilfe. Tschüss. Mara! Schicken Sie mir mal eine Nachricht. Mach ich.